Fahndung durchringen. Fast ein Drittel der jetzt Befragten meint das. Und wenn doch nicht, also nichts wird aus der nächsten GroKo. Für den Fall sagt mehr als jeder Zweite, bitte lieber Neuwahlen als eine Minderheitsregierung Merkel. Die Regierungsbildung in Deutschland sicher auch ein Thema beim Treffen von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron. Beide Politiker betonten nochmal ihren Willen, zusammen die Europäische Union zu stärken. Merkel sagte in Paris, dass sie keine Unterschiede in den Visionen für Europa sehe. Und Macron meinte, Frankreich könne seine europäischen Reformwünsche nur mit Deutschland gemeinsam durchsetzen. Anlass des Besuchs ist der 55. Jahrestag der Unterzeichnung des EDB-Freundschaftsvertrags zwischen Deutschland und Frankreich. Macron hat ja große Reformpläne für Europa vorgelegt und wartet nun dringend auf Unterstützung aus Berlin. Theo von der Paris, Sie haben gerade die Pressekonferenz der beiden verfolgt. Wie sieht es denn danach aus? Da kann man mal sehen, wie groß und wie klein, was ich meine. Hm. Loslegen wollen mit ihren Reformarbeiten an Europas Zukunft und der Eurozone. Unterschiede in den Konzepten, beispielsweise zur Eurozone, haben sie heruntergespielt. Es zählten die Ziele, nicht die Instrumente, meinte Macron. Europa müsse gestärkt werden, der Euro krisenfest gemacht. Für die Kanzlerin ist es heute so etwas wie die Rückkehr auf die internationale Bühne. Sie hat ja nach langen Monaten zäher Regierungsbildung hier gefehlt. Und für Emmanuel Macron ist es endlich eine Art Auftakt zu den Zukunftsgesprächen. Er hatte schon vor Monaten der Idee vorgestellt, ist eigentlich seitdem auf eine Berliner Antwort gewartet. Beide, Kanzlerin und Präsident.